Watch, wir sind hier auf Kurbelstein. Lange nicht mehr da gewesen, herrlich. Das ist ja richtig nice, oder? Ich glaube, Kurbel hatten wir bis jetzt erst einmal. Und da war der Fall spannend oder nicht? Ich glaube, er war spannend. Ich glaube, sogar einige haben gemeint, sowas kann gerne öfter kommen. Solche spannenden Fälle, ja. Spannend in Hinsicht auf Cheat oder nicht Cheat ist egal, solange man so ein bisschen rumwursten kann und es nicht direkt irgendwie der ans Wurst ist, der halt sich dreht und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, heute ist auch schon ab 17 Uhr der Livestream. Also ich streame ab jetzt, beziehungsweise sobald ihr das Video siehst, ich streame schon. Es müsste sogar unten links oder unten rechts stehen. Er weiß übrigens, dass er da ist, weil er ja gerade eben ein Feuergefecht hatte, also sein Mate da hinten. Ja, also unten links oder unten rechts sollte sogar stehen, hey, ich bin gerade live auf Twitch und man kann direkt draufklicken, glaube ich. Aber falls nicht, könnt ihr auch einfach in die Videobeschreibung gehen. Da stehen unter den Streamzeiten ist direkt der Link. Ich glaube, man muss auch nicht mal die Beschreibung öffnen. Da kommt man direkt dann über den Link in den Stream rein. Heute ist eben der Unterschied, dass ich nicht erst um 19.30 Uhr stream, sondern schon ab 17 Uhr, weil ich später gegen Abend noch etwas vorhabe. Ja, also kommt ran, wenn ihr den Stream sehen wollt, wenn ihr Fewer Games, also mit mir spielen wollt, oder wenn ihr Skins gewinnen wollt, kommt ran an den Speckes. Ja, wir hasseln gerade ordentlich rein, nehme ich an. Außer ich wurde bis dahin überfahren, dann ist es schwierig. So, ein bisschen scharf. Was passiert hier? Also, er hat natürlich schon so eine ganz kleine Ausweichung hier gestartet. Also, als wenn er wüsste, wo die Gegner ungefähr stehen. Wir gucken jetzt mal, was er mit dem da drin... Möglicherweise könnte man hier einen kleinen Wallhack vermuten. Wie sieht es denn aus? Was macht er denn hier? Okay, das war's auch schon wieder. Alles klar. Aber wir warten trotzdem mal kurz, falls er Diffuse-Hacker oder sowas hat. Okay, nein, läuft. Hatten wir alles schon? Ne, halt, Plant Hack hatten wir, ne? Wo direkt geplantet ist. Blup. Oder auch Diffuse Hack. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, es gibt echt schweinische Sachen. Vor allem, wenn du halt, ja, wenn du nicht in der Nähe bist, ne? Und du kriegst es gar nicht mit, wie lange derjenige diffused oder plantet, dann ist es schon echt. Dann kriegt man das auch gar nicht wirklich mit, ob jemand eben so einen Hack hat oder nicht. Aber meistens bekommt man es schon mit, ne? Man hört ja als letzter City auf den Diffuse Sound und geht dann ran. Ja, na. So, auf Long kommt jetzt einer durch. Zwei sogar. Oh. Also mit Warlock hätte er den aber schon vermuten können, ne, dass er da steht. Er ist jetzt halt, er hat zwei merkwürdige Dinge gemacht, aber die können auch einfach so geschehen sein. Ne? Also komplett, komplett zufällig. Beziehungsweise durch Intuition, wie auch immer. Wir schauen jetzt mal. Da ist jetzt einer, ist der hoch, ah schade, ich dachte, er wäre hochgesteckt. Das hier wäre echt das perfekte Beispiel dafür gewesen. Oh, den hat man jetzt steppen gehört gerade eben. Deswegen, ja, eine gute Falle für ihn gewesen, wenn sich oben in City hingestellt hätte. Gerade eben dieser Blick nach oben, er hat, glaube ich, nicht, er hat nur mit der Kamera hoch durch die Wand geschaut, aber nicht mit dem Fadenkreuz wirklich hoch auf Long. Also von daher, sein Aim ist ja wirklich Wahnsinn. Obwohl, es ging. Ich will es jetzt nicht ultra schlecht reden, ich meine, es ist so mittel. Komm. Noch kurz stehen, kauft noch ein bisschen ein oder unterhält sich, schreibt vielleicht irgendwas. Okay. Also, es ist bis jetzt noch alles offen, würde ich sagen. Also man könnte natürlich, beziehungsweise natürlich gibt es Leute, die sagen ganz klar ja oder ganz klar nein, so Leute gibt es immer. Aber die wirklich, die richtigen, die mit dem Auge dafür, ich würde sagen, und vor allem auch mit dem Wissen hinter CSGO, was so möglich ist und was nicht möglich ist, was man mit Glück und Verstand und Game Sense alles machen kann. Ich denke, da sind wir uns einig, dass es... Na, das ist aber doch schon merkwürdig, Monsieur. Wie er halt auf die Leute aimt, das ist schon wirklich krass. Also, das geht dann wohl doch eher über, über Zufall hinaus, oder? Das gerade eben wieder so, Es gibt ja diese Aufnahmen von Pro-Player, von Pro-Playern, von diesem einen ganz speziellen, der so rumzappelt, wenn er irgendwo steht. Das machen viele Pro-Spieler, dass sie mit der Maus so ein bisschen hin und her wackeln, wenn sie eine stille Stelle haben, wo sie lange stehen, damit das Aiming nicht einschläft, sozusagen. Und es gibt Videos, da kommen die Leute zufällig direkt auf die Feinde drauf. Also sie wackeln so rum und enden direkt auf den Feind oder zoomen oder machen so einen Flick direkt durch die Wand auf einen Feind. Wahnsinn, Nate. Oh, okay, gut. Und da hat er eben sogar gelockt. Hat er eben gelockt? Ich meine, dass er eben sogar gelockt hat, der Sack. Also, Warlock ist confirmed, weil er eben auf jemanden geschossen hat, den man wirklich, ich glaube, gar nicht sehen konnte. Nicht mal seinen Arsch oder sowas. Aber jetzt hasselt er auch komplett rein. Wahnsinn. Wo hat das... Warum jetzt so offensichtlich und vorhin nicht schon mit der Pistole? Warum? Was? Ich meine, einfach nur, weil man irgendwann halt mal anmachen muss, brutals, wenn man schon
ein kleinschnittiger Wurstkönig ist? Oder hat es dann doch irgendeinen Sinn, dass man sagt, bei einer Pista sieht man es so sehr, aber bei einer AK, naja. Also ich würde sagen, das war doch schon sehr offensichtlich, oder? Ja, also da ist, schon wieder hat er kurz drauf gelockt. Da ist der Lockerino auf jeden Fall am Start, also der Assist, der Aim Assist. Und natürlich auch der Vision Assist, den wir zuvor, uns überlegt hatten. Der schlägt jetzt langsam an. Also mit seinem sonstigen Aim und Crosshair Placement ist es, das ist natürlich, es geht nicht so ganz einher mit den Kills, die er jetzt eben gemacht hat. Eher nicht. Übrigens, Leute, denkt dran, hier eine kleine Erinnerung an euch, ein Reminder, falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen und hin und her. Letztes Mal, man hat es wieder gut sehen können. Es ist echt krass, wie gut es funktioniert, wenn man das einfach nur sagt. Schaut mal auf dieses letzte Matchmaking-Video von gestern, dieses Global-Video. Das hat jetzt, glaube ich, 90 oder 100 Likes. Das hat in den ersten 4, 5, 6 Stunden, hat es die 70, 80 Likes gehabt. Und bei Videos, wo ich es gar nicht sage, ja, der Inhalt ist eigentlich so gut wie egal, außer ich bin halt in dem Video, also das Video ist scheiße, aber meine Videos sind ja nie scheiße. Wenn ich es nicht sage, dann sind es manchmal so 40, 50, manchmal 60 insgesamt. Und wenn ich es erwähne, das mit den Likes, dann kommen wir, wie gesagt, wenn es jetzt nicht gerade ein Kack-Video ist, dann kommen wir da echt easy auf die 60, 70, 80 Likes, manchmal sogar auf die 100, das ist Wahnsinn. Was diese Erinnerung innehält an Kraft, absolut krass. Also ich hätte früher nie dran geglaubt, dass sowas so viel ausmacht. Also, ja, ne? Darum, Leute, und so weiter, ihr wisst Bescheid. So. Ich habe ihm jetzt, er kriegt jetzt auf jeden Fall beides gedrückt. Der Vision Assist war am Anfang schon ganz gut sichtbar und der Aim hat dann später nochmal richtig reingejuckelt. Also man kann es auch echt hart übertreiben. Das war, warum? Warum macht man sowas? Also die ganze Zeit ist es so mittelmäßig vom Aim her, auf einmal macht er, Tja. Also, naja. Was soll's, Leute? Hier gibt's jetzt noch ein Graffiti für euch. Vielen, vielen Dank an Oreo für die ultra krassen Graffitis. Er hat nämlich diese ganzen Graffitis hier. Diese hier, ne? Diese waren's, glaube ich. Genau, die hat er einfach rausgehauen und gemeint, hey, du haust dir ab und an nach den Videos irgendwas raus, also hier ist was Leckeres, zack, bumm. Und es gibt jetzt für den heutigen Gewinner, gibt es ein Loser Princess Pink Sealed Graffiti. Und zwar sollte man in seinem Kommentar, der ja wahrscheinlich bereits entstanden ist, man kann die einfach bearbeiten, irgendwas hinzufügen. Und zwar, wartet kurz, lass mich kurz überlegen, Schissel. Ob ihr jetzt in den Livestream kommt oder nicht, einfach irgendwas über den Livestream speziell heute, auf heute bezogen, ob ihr da wart, wie ihr es fandet, habt ihr kurz reingeguckt, und so weiter und so fort. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.